So, Leute, wir machen weiter bei Superliminal. Letztes Mal haben wir etwas viel Zeit verschwendet. Nicht verschwendet. Wir haben Dinge gefunden. Aber noch nicht alle Feueralarme und alle Feuerlöscher. So, ich habe mir jetzt gerade mal ein Video angeguckt, wo alle Feueralarme in Level 2 gezeigt werden. Und kein einziger sah irgendwie versteckt aus. Das heißt, ich sehe die auf dem Weg. Und ich zähle jetzt durch. Es sind nämlich 17 Stück. Eins. Gehen wir erst hier rum. Zwei haben wir. Ich habe das Video jetzt nicht nebenbei offen, ne? Ich habe nur kurz reingeschaut. Ja, soweit ich mich erinnern kann, keiner. Nee. Drei haben wir. Kannst du noch kurz nochmal hier Rückblick? Nicht, dass ich irgendwas. Nein, habe ich nicht. Okay. Habe ich gerade gedrückt. So. Vier haben wir. In bevor ich zähle einen doppelt, weil ich hin und her laufe. Bevor ich zähle einen doppelt. Fünf haben wir. Hier ist keiner mehr. Sechs haben wir. Den habe ich auch gedrückt. Sieben haben wir. Ach komm, ey. Mach halt keine Faxen, danke. Wenn man nur eine Sache sucht, dann läuft man echt schnell durch die Level durch. Also das ist nicht das Problem, hier mal wieder kurz durchzulaufen. Das ist gar kein Problem. So, wo war ich bei 7, ne? My name is Dr. Glenn Pierce. 8. And I'd like to talk to you Amber. About being special. So special, in fact, that we have no idea where you are. But not to worry, we're working on it. Neun. Haben wir. Zehn. Haben wir. Ist die elf. Haben wir. Ach, jetzt muss ich den Tisch erst zusammensetzen. So. Hier kommt jetzt einer, wo ich mir nicht sicher bin. Sag ich gleich dazu. Hier kommt jetzt einer, wo ich mir absolut nicht sicher bin, ob ich den habe. Weil er nicht versteckt ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich genau an dem vorbeigelaufen bin. Ich bin zu niedrig noch. Kann man jetzt hoch? Dankeschön. Mal kurz hier umdrehen, nicht, dass ich hier einen vergessen habe. Nee. Wo war ich bei 10? Ich glaube ja, hier ist nämlich einer um der Ecke. Das ist meine 17. Hundertprozentig ist das meine 17. Ja. Ach so, aber dann fehlen die Feuerlöscher ja auch noch. No! Jo, alles klar. Vielleicht muss man jetzt nochmal die Figur holen? Ah, nee, der ist hier. Dann gibt es...
irgendwo einen Feuerlöscher. Oh, groß. Dann gibt es irgendwo einen Feuerlöscher, bei dem es keinen Schalter gibt. Oder aber es gibt da einen Schalter und ich habe den einfach nur nie... Ich habe den Feuerlöscher nie ausgelöst, aber den Schalter. So, das kann natürlich auch sein. Dann gehen wir jetzt nochmal ganz, ganz, ganz vorsichtig durch und gucken mal, ob vielleicht hier noch ein Feuerlöscher ist, den wir übersehen haben könnten. Vielleicht so im Dunkeln, keine Ahnung. Das wäre zwar ziemlich fies. Aber auch nicht komplett unmöglich. Oder in dem Sternenraum. Ist da vielleicht ein Feuerlöscher, den ich nicht habe? Nee, da ist kein Feuer-Dings. Nee, also... Aber dann muss es einen Schalter geben ohne... einen Feuerlöscher ohne Feueralarm. Sonst hätte ich ja alle. Es kann doch dann nur in irgend so einem Abschnitt sein. Hier haben wir auch alles. Hier haben wir auch nichts über. Dann sind wir jetzt schon hier. Hallo. Ist hier an der Wand vielleicht irgendwo ein Feuerlöscher, den ich nicht... Da ist es so finster. We still don't know, but... Please keep moving forward and hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are completely lost. Hier hinter vielleicht? Das wäre zwar fies. Sehe es aber auch nicht. Nee, ich glaube nicht, dass da was ist. Also, das würde ja, würd ich ja hier durchsehen. Ich bin dumm. Alles gut. Alles gut, ich bin dumm. Geh hoch. So. Habe ich hier einen Feuerlöscher übersehen? Nee. Also da oben garantiert nicht. Da war ich jetzt mehrmals oben. Ich bin trotzdem, ich muss trotzdem. Ich bin, ne? Ich muss trotzdem nachschauen, es hilft nichts. Super. Ah. Na komm. Ach. Kerl. Ach, Kerl. Den haben wir auch. Und ansonsten war hier ja nichts weiter. Wait, was ist... Nee, das ist nur Müll, ne? Kann ich auch gar nicht mehr da wieder reinwerfen. Ah, doch, kann ich. Ah, das ist, darum geht's ja auch gar nicht. Oh. Gut, das war's dann auch mit dem Würfel. Nicht, dass wir ihn bräuchten, aber hey. So, aber dann geht's hier nochmal genau außenrum. Aber ganz genau. Aber hier ist kein... Das sah gerade so rot aus. Ich dachte kurz, ich hätte einen Feuerlöscher, ne? Aber hier ist kein... Feuerlöscher. Stimmt ihr mir dazu? Ja? Cool. Aber wo soll denn dann der letzte Feuerlöscher sein? Jetzt habe ich gedacht, mit dem Feuerschalter hat sich das. Aber ich habe die Feuerlöscher vergessen.
Ja, aber welchen kann ich denn da nicht gedrückt haben? Hello, my name is Dr. Glenn Pierce and we still can't find you. But you should now have access to a series of elevators that should trigger your subconscious to gradually wake you up. Hier ist ja nichts mehr sonst. You should also find a variety of emergency exit signs that should lead you to them. Will all of this work? Absolutely. Das war der letzte. Ich habe alle gedrückt. Hat die Rückseite von dem Ding vielleicht einen Feuerlöscher? Oh, jetzt bin ich hier ganz klein reingegangen. Das ist ja auch lustig. Stimmt, das geht natürlich. Hallo, mein Name ist Dr. Glenn Pierce. In the event that this elevator does not wake you up, please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant. Aber ich hab, dann fehlt mir jetzt noch ein Feuerlöscher. Scheiße. Dann kann ich es auch nicht ändern. Mach mir erstmal Abschnitt 3. Mach mir erstmal Abschnitt 3. Ich guck nachher, welche Feuerlöscher mir fehlen können. Ihr seht ja, man läuft recht schnell durch. Man läuft wirklich recht schnell durch. Wenn man nichts sucht, läuft man schnell durch. So, jetzt suchen wir erstmal. Jetzt gucken wir erstmal nach, was wir in Abschnitt 3 noch brauchen. Ich glaube, da muss ich mich enorm. Ja. Sternbild. Figuren haben wir. Sternbild. Das heißt, es muss irgendwo einen Weg geben, den ich nicht gefunden habe. Einen kompletten Weg. Das hier, okay, klar. Wie gesagt, die können überall sein. Aber es muss einen Weg zu so einem Sternbild-Ding geben. Das kann ja in einem hellen Raum schon mal nicht sein. So, das muss ja, ne? Das muss ja versteckt sein auf irgendeine Art und Weise. Anders geht das ja gar nicht. Es fühlt sich. Es fühlt sich. Hier muss ich keine Figuren suchen. Hier haben wir. Das war der Level, wo wir angefangen haben, die Figuren zu finden. Na? Wo wir zum ersten Mal mit den Figuren konfrontiert worden sind. Dabei hätte ich die schon viel eher sehen können. Ist halt auch wieder interessant gelaufen. This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy, but who have become trapped in a dream state paradox instead. Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. You will rectify this failure immediately. Im Grunde geht's jetzt hier schon. Ich meine, es ist aber so dunkel hier. Ich habe eigentlich keine Lust in so übertrieben dunklen Räumen irgendwelche Wege zu suchen. Ach du Scheiße. Bin ich jetzt wirklich da dahinter gefallen? Kann man die Helligkeit höher stellen? Nein, es ist keine Option. Oh nee, das Sichtfeld ist... nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich glaube, da kriegen Leute Kopfschmerzen von. Ich laufe jetzt mal so, dass ich die ganze Zeit nach hinten drücke und gucke, ob da ein Gang ist. Weil es muss doch einen Grund geben, dass man hier nach hinten springen kann. Ich muss doch hier wieder rauskommen, Freunde.
Okay, man kann wieder rauskommen. Man kann da drauf und man kann wieder rauskommen. Aber Figuren haben wir ja, deswegen kann sie eigentlich keine Figur sein, die jetzt hier auf mich wartet. Feuerlöscher kann ich mir hier auch nicht vorstellen. Ist das auf der anderen Seite auch so? Also kann ich da auch nach hinten? Kann ich. Yo! Diese Dinger gibt's einfach überall. Aber die werden nicht angezeigt als Collectible. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich sie gefunden habe, wenn es sie gibt. Und nicht mehr hoch. Das ist ja sick. Ah, hat sich jetzt schon gelohnt, die Tour. Wir haben so ein Ei wieder gefunden. Ich schätze mal, wenn man alle gefunden hat, gibt es das Achievement, keine Ahnung. Ah, das ist ja verrückt. Das ist ja komplett verrückt. Komme ich hier irgendwie nach hinten? Nee, ne? Ist doch nicht, was ich da soll. Nee, hier ist auch nichts. Okay. Den haben wir gedrückt. Okay, mehr ist hier nicht. Mehr wie das ist hier nicht. Sagen, was ist da auf dem Boden, aber es ist nur ein Becher. Haben wir den? Ja. Hier oben war die Figur drin, so für alle, die es interessiert. Kann ich da nach hinten? Ist da irgendwas? Kann ich das umwerfen oder so? Wirkt jetzt nicht so, ne? Wirkt jetzt nicht so, als ob ich da irgendwas umwerfen könnte. Wie gesagt, da oben die Figur haben wir. Ich denke nicht, dass hier sonst irgendwas ist. Hinter ist auch nichts. Okay. Genau, jetzt kam gleich die Geschichte, wo man hier runter muss mit dem Licht. Na, das ganze Ding hier muss man wegnehmen. Aha, den hatte ich noch nicht. Okay, darf ich hier irgendwie, komme ich hier irgendwie durch? Oder ist es hier... Ich denke, ich komme hier nicht durch. Ich wüsste nicht, wie ich hier durchkommen soll. Also, wirklich nicht. Ich meine, ich kann das Ding hier mitnehmen. Aber dadurch geht es hier halt nicht kaputt. Kannst da reinstecken. Cool. Bleibt jetzt da drin. So. Kann dieses Gitter hier rausnehmen? Das ist eine ganz seltene.
Ja, also hier müssen wir auf jeden Fall genauer uns umschauen gleich. Can only withstand 3 to 5 dreams per night. Once this threshold is eclipsed by entering more dreams, your mind will suffer an explosive mental overload, reorienting you for the emergency exit protocol. Mach den jetzt erstmal größer. Please subject yourself to explosive mental overload. Macht's nämlich etwas leichter hier. Uns einmal umzuschauen. Da haben wir hier eine Figur. Wieso kann ich die Figur zum Beispiel nehmen? Was? Ich meine, das Schachbrett kann ich nicht nehmen. Ne? Steckt da einfach fest. Wieso kann ich diese Figur nehmen? Macht aber nicht alles in dem Raum, oder? Sehr interessant. Andere Seite. Da ist nichts weiter. Nächste Frage. Ist hier irgendwo anders noch eine Stelle, wo man hoch kann? Außer da, wo wir hergekommen sind. Und hier sind wir hergekommen. Aber kann ich woanders hier vielleicht raus? Wäre eine coole Sache gewesen. Aber es sieht nicht so aus, als ob ich hier mit irgendwas nochmal interagieren könnte. Nee, keine Ahnung. Okay. Jo, so kann man das halt voll gut untersuchen, ne? Wo ist jetzt eigentlich meine Schachfigur? Ich glaube, ich habe die weggeglitscht. Hier ist das nächste Ding, also... Ne, hier ist das nächste Ding. Also wenn noch was irgendwo ist, dann hier. Und nichts von dem kann ich verwenden. Nichts von dem soll ich für irgendwas brauchen. Ja, die Schachfigur ist einfach weg. Na, hier geht's einfach weiter dann. Ich glaube, hier war die andere Figur. Wenn ich mich richtig erinnere, war hier eine Figur. Ja, ich glaube, da war hier eine Figur drauf. Aber mehr ist hier dann wirklich nicht, ja? Na gut. Meinetwegen. Glauben wir es mal. Den haben wir. Ich drehe den nur mal kurz rum. Ich will mal gucken, ob der irgendwie vielleicht irgendwo einen Eingang hat auf irgendeiner Seite. Das kann ja auch mal sein. Irgendwie einen Eingang haben, aber nee, ist nicht der Fall. Da ist auch nichts Spannendes. Und dann ist hier der Raumschilder zu Ende. Ha. So, das waren jetzt nur Bilder, die haben gar nichts gemacht. Den haben wir gedrückt. Wir haben bisher keine neuen Schalter gefunden, sehe ich das richtig? Okay, danke für die Bestätigung.
nicht rausnehmen. Okay. Den haben wir auch gedrückt. Das ist auch nichts. Okay. Sind wir in dem Raum. Oh, jetzt. Jetzt wird's kritisch. Hier habe ich safe irgendwas übersehen. Alleine schon, wenn ich diese Decke sehe, keine Ahnung, die ist schon jetzt verdächtig. Bei die Figur, da habe ich ja gefunden. Also das war dieses Secret. Eigentlich war das dann das andere Secret. Wofür war dann das hier? Warum kann man den da rausziehen? Ist das einfach nur, weil es halt ein weiterer in dem Raum ist, den man rausziehen kann? Der hat so halt effektiv überhaupt keine Bedeutung. Ich finde jetzt... finde leider nichts weiteres jetzt hier. Schild kann ich auch nicht abnehmen. Hier war so eine Blaupause, ne? Das weiß ich noch. Vielleicht ist das hier auch einfach nur Deko. Kann es mir zwar nicht vorstellen, aber ich wüsste auch nicht, was ich aktuell mehr damit anstellen soll. Das geht halt einfach nichts anderes. Okay. Dieses Gebilde ist hundertprozentig irgendwas da oben. Hundertprozentig ist bei dem Gebilde irgendwas da oben. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Oder ist hier... Weil das hier ist doch so eine Tür. Ja, das ist so eine Tür. Ist hier in der Ecke irgendwas? Geh mal die Wand ab. Nee. Auch nicht. Ist auch nix. Okay. Was safe ist da irgendwo irgendwas? Kriege ich irgendwie eine Figur hier rein? Das Problem ist, hier ist ja schon Schluss. Also ich habe keine, ich habe nichts. Ich muss, wenn ich da hochkommen will, muss ich so da hochkommen. Es fühlt sich halt viel zu buggy an, aber anscheinend kann man da hoch. Und wofür ist das sonst da, ne? Safe kann man da irgendwas machen. Aber man sieht halt nichts. What? Irgendwo ein Eingang oder so? Nee. Wir haben eine Quietscheente. Scheiße.
Was ist das denn? Kann ich die nutzen, um da hochzukommen? Ja, ich meine, ich wollte was, um hochzukommen. Okay, ich bin oben. Aber ich sehe nichts. Also, wofür ist die da? Ich meine, wenn hier eine Figur gewesen wäre, aber wir haben ja die Figuren hier. So, das kann ja gar nicht. Ist die einfach nur zum Fun da? So, hey, du hast eine Quietschente gefunden? Have fun mit der Quietschente? What the hell? Ich kann die nicht mitnehmen, ne? Nee. Yo, das war verstörend, SF. Ach, kommt. Das sieht doch gut aus. Aber auch hier? Alles gedrückt. Bisher. Auch die hatten wir. Wir haben immer noch nicht den Weg gefunden zu dem Sternding. Der fällt auseinander. Na, das war der Spaß. Aber wir haben immer noch nicht den Weg gefunden zu dem Sternding. Und ist nicht hier jetzt der Level zu Ende? Oder so? War hier nicht irgendwas? Da oben kann auch nichts sein. Aha, den hatten wir noch nicht. Okay. Fühl ich. Aber das Sternding hat doch safe was mit der Ente zu tun. Die Ente hat jetzt überhaupt keinen Zweck gehabt. Das erzählst du mir doch nicht. Ich wollte nicht, ich wollte eine Figur mitnehmen. Zurück. Ist ja schon mal was wert. Oh! What if you can go da höher? So, ich glaube, ich habe genug Würfel. Nice.
bin einfach durchgefallen, ne? Ach komm, ey. Wieso bin ich da jetzt einfach... Wieso bin ich da jetzt einfach durchgefallen? So als ob der Würfel nicht mehr da wäre. Was sollte denn der Blödsinn? Ciao. Jo, habt ihr das gesehen? Ist einfach aufgelöst. Existiert dieses Ding da praktisch gar nicht? Also ich meine, wenn ich da was reinsetze, existiert es dann gar nicht? Es ist wie wenn es nicht da wäre. Oh wait, wo landet der jetzt eigentlich? Egal, wir nehmen jetzt einen Würfel mit. Ah, die landen einfach nirgends, weil es ja... Ich meine, wir wissen es ja, ne? Man fällt ja so runter. Also diesen Gang gibt es ja gar nicht, in dem man da fallen will. Hier war so ein Ding, richtig. Das haben wir aber gemacht. Hier ist so eine Mauer. Geht die Mauer vielleicht kaputt, wenn ich den dagegen... Ne, die fällt auch nicht in sich zusammen oder so. Schade. Ja, aber hier ist Schluss. Verstehst du? Oh. Lol. Okay, den hatten wir auch nicht. Dann muss doch da oben. Das ist doch jetzt die letzte Möglichkeit, wenn ich nicht was übersehen habe, ist das da oben die letzte Möglichkeit, dass es hier zu dem Sternding geht. Dass da irgendwie noch ein Weg ist. Weil es wirkt halt nicht so, wie wenn da noch ein Weg wäre. Reise. Okay, ich bin extremst gespannt, wo dieses Sternbild sein soll. Kann ich auch nichts tun. Tja. Aber wo dieses Sternbild ist, werden wir dann wohl im nächsten Part erfahren, weil ich muss nachgucken. Ich habe es jetzt einmal komplett abgelaufen. Ich habe nichts gefunden. Jetzt wäre die nächste interessante Frage. Haben wir zumindest die Feuerlöscher gefunden? Und die Feuerschalter? Ja. Es fehlt nur das Sternbild. Also hier haben wir jetzt alles. Hier fehlt immer noch ein Feuerlöscher. Ich guck mal jetzt nach, Level 2 Feuerlöscher und hier Sternbild. Ich bin sehr gespannt, wo das... Weil dass ich sowas hier übersehe, das kann ich mir vorstellen, aber dass ich den kompletten Weg übersehe, den man gehen kann. Wenn ich explizit gucke, es muss mit der Ente was zu tun haben. Es hat safe mit der Ente was zu tun, aber ich weiß halt nicht, was man da tun kann. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.